Wegen der Bauarbeiten für die geplante Radsporthalle ist der Parkplatz neben der Sport- und Kongresshalle nun gesperrt. Autofahrer müssen auf andere Stellflächen ausweichen, wodurch mehr Autos links und rechts der Wittenburger Straße parken. Die Stadt sieht die Lage unter Kontrolle. Bislang wurden laut Ordnungsdezernenten Silvio Horn keine Parkprobleme gemeldet. Als Ausweichparkplatz bei Großveranstaltungen ab Oktober schlägt die Betriebsgesellschaft in Abstimmung mit der Stadt das Stadion am Lambrechtsgrund vor. Laut Stadt würde nicht direkt auf dem Rasen geparkt werden. Die Rasenfläche im Stadioninnenraum soll zum Schutz der Sportanlage mit einer Tragschicht überdeckt werden, die später wieder entfernt wird. Aktuell finden auf dem Kongressparkplatz weitere bauvorbereitende Maßnahmen statt. Das Baufeld für das Radsportzentrum wird hergerichtet. Im August ist eine Untersuchung auf Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg geplant. Im Anschluss beginnt das Setzen der Bohrpfähle. Die Fertigstellung der Radhalle ist für Ende 2025 geplant.